Können Sie sich noch an den letzten großen Kreditkartenskandal erinnern? Damals wurden Hunderttausende von Kunden in Spanien ausgespäht. Die Banken mussten die Kreditkarten umtauschen, um massiven Missbrauch zu verhindern. Da ist es doch jetzt beruhigend, wenn Visa-Card und Mastercard versprechen, das Einkaufen mit der Kreditkarte sicherer zu machen. Und zwar mit dem sogenannten Secure Code. Klingt super, macht es Kriminellen aber sogar noch einfacher, mit geklauten Kundendaten Missbrauch zu betreiben. Und das Gemeinste, wenn es nach den Banken geht, bleiben Sie als Kunde auch noch auf dem Schaden sitzen. Tradition und Fortschritt, das muss kein Widerspruch sein, sagt die Bank von Werner Zippel. Automatisch bekommt er eine SMS, wenn seine Kreditkarte im Einsatz ist. Du, 500 Euro abgebucht. Doch er hat gerade gar nichts mit seiner Kreditkarte bezahlt. Sofort verständigt er seine Bank. Ich möchte die Kreditkarte sperren. Du Olli, ich muss jetzt gehen, ganz dringend. Gell? Okay. Mach's gut dann. Missbräuchliche Kreditkartenabbuchungen erstattet die Bank, denkt Werner Zippel. Doch das böse Erwachen kommt mit der Monatsabrechnung im September vergangenen Jahres. Was soll denn das? Insgesamt 827 Euro wurden von seiner Kreditkarte abgebucht. Haben Sie das veranlasst? Nein, zu keiner Zeit. Irgendwer hat per Western Union von seiner Kreditkarte zwei Bargeldüberweisungen ins Ausland getätigt. Wieder ruft er seine Bank an. Bei mir sind 500 Euro und einmal 300 Euro unberechtigt belastet worden, dem Konto. Doch die Bank teilt ihm am 27. Januar dieses Jahres mit, nach abschließender Prüfung sähe sie keine Möglichkeit, eine Rückbelastung vorzunehmen. Der Grund, Werner Zippel habe am sogenannten Mastercard Secure Code Verfahren teilgenommen. Doch Werner Zippel weiß gar nicht, was das ist. Mastercard Secure Code oder Verified by Visa heißen die neuen Verfahren. Sie sollen das Bezahlen im Internet sicherer machen, denn die Schäden durch Internetbetrüger sind explodiert. Die Registrierungsdemo von Visa zeigt, wie die Anmeldung funktioniert. Der Kunde gibt online Daten wie Name, Kartennummer, Ablaufdatum und die Postleitzahl ein. Das vom Kunden selbst gewählte Passwort wird künftig bei Internet-Einkäufen sein Zugangscode sein. Doch das neue Verfahren hat einen Haken, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale in Leipzig. Sie zeigt uns das Schreiben einer Firma, die Online-Zahlungen abwickelt. Darin heißt es, Rückbelastung von Seiten des Kunden seien nicht mehr möglich. Welche Konsequenzen hat das? Aufgelöst heißt dieser Satz letztendlich, dass der schwarze Peter dem Verbraucher zugeschoben wird, nämlich in Bezug auf die Haftung. Er muss beweisen, dass er nicht grob fahrlässig mit diesen Sicherheitsmerkmalen umgegangen ist, und das ist in der Praxis sehr schwierig. Doch seine Bank, die UniCredit Finance, zuständig für das Kreditkartengeschäft der Münchner Hypo-Vereinsbank mit Sitz in Leipzig, sagt Werner Zippel, das Verfahren sei sicher, der Fehler müsse bei ihm liegen. Das bestreitet er. Sie haben niemals im Internet eine Freischaltung veranlasst, dieses Secure Codes? Nein. Haben womöglich Kriminelle Werner Zippels Daten abgefischt und ihn am Secure Code-Verfahren angemeldet? Die Bank räumt gegenüber Ratgebergeld ein. Die Täter bräuchten dazu nur Name, Geburtsdatum, Kartennummer, Ablaufdatum und die Postleitzahl. Wer hat Werner Zippels Daten geklaut? Unsere Recherchen führen nach Mallorca. Hier hat er im vergangenen Jahr Urlaub gemacht. Ein einziges Mal hat er, so sagt er uns, seine Kreditkarte samt Personalausweis beim Bezahlvorgang vorlegen müssen. Bei einer Autovermietung. Doch der Mitarbeiter, der damals dort beschäftigt war, ist nicht mehr anzutreffen. Aber eines steht fest: Hier sind die Daten, die zur Anmeldung am Secure Code-Verfahren nötig sind, Dritten zugänglich gewesen. Aber weder die Polizei am Ort des Mietwagenverleihs noch die in der Hauptstadt Palma wissen vom Fall Werner Zippel. Major Juan Tomás Bruy beklagt, dass bei Kreditkartendelikten, die Deutsche betreffen, die spanischen Behörden nur äußerst selten davon erfahren. Se podía investigar.
Wir könnten schon ermitteln, natürlich, denn es ist nicht so schwierig. Den endgültigen Beweis zu führen ist natürlich nicht einfach. Aber wenn Sie zum Beispiel hierher kommen nach Mallorca und Sie waren nur in zwei Lokalitäten und haben nur dort mit der Karte bezahlt, dann muss auch dort der Datenklau erfolgt sein. Man kann dann eine Untersuchung machen, aber die Voraussetzung dazu ist, dass wir davon überhaupt wissen, dass man uns informiert. Bisher hat die Bank Werner Zippels Fall weder im In- noch im Ausland weiter verfolgt. Jetzt ist plötzlich Bewegung in die Sache gekommen. Ob unsere Recherchen da nachgeholfen haben? Kurz vor der Sendung teilt die Bank mit, dass das Geld gutgeschrieben wird. Doch was ist mit all den anderen Kreditkartenbesitzern? Fakt ist, mit nur wenigen Daten können Kriminelle fremde Karten am 3D-Secure-Verfahren anmelden und dann die Karte missbrauchen. Das kann man verhindern, wenn man sich selbst anmeldet. Wer dennoch Angst vor Schäden hat, sollte sein Kartenlimit runtersetzen. Die letzte Alternative heißt Kreditkarte kündigen. Denn eine Möglichkeit, die eigene Karte durch die Bank für das 3D-Secure-Verfahren sperren zu lassen, gibt es derzeit nicht.